Herzlich willkommen zu einem Lehrfilm über die Entstehung des Spannungsdehnungsdiagramms. Das Spannungsdehnungsdiagramm ist das Ergebnis der aus einem Zugversuch gewonnenen Daten. Dieses gibt Auskunft über wichtige Eigenschaften des geprüften Materials hinsichtlich seiner Festigkeit und seines elastischen bzw. plastischen Verformungsverhaltens bei einachsiger Zugbelastung. Des Weiteren können wichtige Kenngrößen wie die Zugfestigkeit oder vor allem die Streckgrenze für die Dimensionierung von Bauteilen aus dem Diagramm entnommen werden. Damit verschiedene Werkstoffe miteinander leichter verglichen werden können, wird aus dem Zugversuch gewonnene Kraftverlängerungsdiagramm in ein Spannungsdehnungsdiagramm umgewandelt. Die Kraft F wird dabei in eine Spannung R umgewandelt, indem die Kraft durch den Probenausgangsquerschnitt geteilt wird. Auch die gemessene Verlängerung wird für das Spannungsdehnungsdiagramm statt in Millimeter in Prozent angegeben. Um das Spannungsdehnungsdiagramm in seinen Einzelheiten zu erläutern, müssen Begriffe wie Spannung oder Dehnung zuvor bekannt sein. Beginnen wir mit der Spannung. Die DIN 50125, die zur Prüfung metallischer Werkstoffe dient, schreibt verschiedene Probengeometrien vor. In unserem Fall wurde die Zugprobe der Form B zur Erklärung verwendet. Die zylindrische Zugprobe besitzt eine kreisförmige Grundfläche S0, welche mit der Formel Pi mal R² berechnet werden kann. Belastet man die Zugprobe mit einer Kraft F in Längsrichtung, so entsteht in der Probe eine Spannung R. Die Spannung ist also der Quotient aus der Kraft F geteilt durch die Probenausgangsquerschnittsfläche S0. Die Dehnung hingegen ist der Quotient aus der Längenänderung Delta L geteilt durch die Anfangsmesslänge L0. Betrachtet man die Zugprobe im unbelasteten Zustand, so ist die Anfangsmesslänge L0. Wirkt nun eine Kraft F in Längsrichtung, so verlängert sich die Probe auf die Länge L. Die Differenz aus diesen beiden Größen, also L minus L0, wird Delta L genannt. Teilt man nun, wie anfangs erwähnt, die Längenänderung Delta L durch die Anfangsmesslänge L0 und multipliziert diesen Wert mit 100%, so erhält man die entstandene Dehnung E in Prozent. Da nun die wichtigsten Begriffe geklärt wurden, kann die Entstehung des Spannungsdehnungsdiagramms erläutert werden. Wie im Namen ersichtlich, trägt die X-Achse die Bezeichnung Dehnung in Prozent und die Y-Achse die Bezeichnung Spannung R, meist in Megapascal angegeben. Im Zugversuch wird die Dehnung, die auf die Zugprobe wirkt, gleichmäßig gesteigert. Die daraus resultierende Spannung R, Kraft F, geteilt durch den Probenausgangsquerschnitt S0 und die entstandene Dehnung, Längenänderung, geteilt durch die Anfangsmesslänge und multipliziert mit 100%, werden in einem Diagramm abgetragen und ergeben das Spannungsdehnungsdiagramm. Es wird demnach festgehalten, wie groß eine bestimmte Spannung R war, um eine zugehörige Dehnung der Probe zu erreichen. Im ersten Bereich des Spannungsdehnungsdiagramms besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der Spannung und der Dehnung, der Hookesches Gesetz genannt wird. In diesem Bereich ist die Verformung rein elastisch. Das bedeutet, dass die Probe bei Wegnahme der Belastung in ihre ursprüngliche Länge L0 zurückgeht, ohne das Gefüge zu verändern. Der Quotient aus Spannung und Dehnung im rein elastischen Bereich, also das Hookesche Gesetz, beschreibt die Steifigkeit eines Werkstoffes. Der zugehörige Kennwert, also das Ergebnis des Hookeschen Gesetzes, heißt E-Modul. Dieser Kennwert E-Modul ist das Maß für die Steifigkeit eines Werkstoffes. Der E-Modul ist von der Bindungsenergie des Werkstoffes abhängig und insofern eine nicht beeinflussbare Kenngröße. Es gilt, je größer die Bindungsenergie eines Werkstoffes,
desto größer ist der E-Modul und umso größer ist seine Steifigkeit und der Werkstoff lässt sich somit umso schlechter elastisch verformen. Das Ende des linearen Anstiegs der Spannungsdehnungskurve wird Streckgrenze genannt. Sie gibt den Übergang von der rein elastischen zur plastischen Verformung des Werkstoffes an. Diese beschreibt die maximale Spannung, die der Werkstoff ertragen kann, ohne makroskopisch sichtbar zu verformen. Wird die Belastung weiterhin erhöht, so zeigt sich bei Werkstoffen mit einer ausgeprägten Streckgrenze ein unstetiger Verlauf. In diesem unstetigen Bereich tritt die sogenannte Lüders-Dehnung auf. Die Lüders-Dehnung tritt beim Erreichen der oberen Streckgrenze REH ein. Die Spannung fällt zunächst unmittelbar ab, bleibt dann kurz annähernd konstant und ist mit dem erneuten stetigen Ansteigen der Spannung beendet. Bei unligierten Stählen findet auf mikrostruktureller Ebene hier ein Losreißen der vornehmlich an Stickstoffatomen verankerten linienförmigen Gitterfehlern, den sogenannten Versetzungen, statt. Der Werkstoff fließt in diesem Bereich. Das heißt, dass die Dehnung bei gleichbleibender Spannung größer wird. Die untere Streckgrenze REL ist die kleinste Spannung im Bereich der plastischen Formänderung, wobei Einschwingerscheinungen vernachlässigt werden. Sie wird im Minimum des unstetigen Verlaufs abgelesen und ist der für die Streckgrenze gültige Kennwert. Anschließend verläuft die Kurve stetig bogenförmig weiter und beschreibt die plastische Verformung. Die plastische Verformung beruht auf der Bewegung von eindimensionalen Fehlern, den Versetzungen. Eine plastische Verformung führt gleichzeitig immer zu einer Zunahme der Festigkeit, da Versetzungen zusätzlich erzeugt werden und sich diese bei der Bewegung gegenseitig behindern. Damit wird die plastische Verformung zunehmend erschwert. Da plastische Verformung bedeutet, dass bei Wegnahme der Belastung eine bleibende Verformung bestehen bleibt, geht die Probe nicht in die Anfangsmesslänge L0 zurück, sondern in eine neue Länge L1. Die neue Länge L1 kann dabei grafisch ermittelt werden, indem man die Hookesche Gerade parallel so weit verschiebt, bis der gewünschte Schnittpunkt mit der Spannungsdehnungskurve, in diesem Fall der Beginn des bogenförmigen Verlaufs, erreicht ist. Die zugehörige bleibende Verformung wird auf der Dehnungsachse unten in Prozent abgelesen. In unserem Fall wäre die bleibende Verformung ca. 0,3%. Wird die Belastung weiterhin erhöht, so erreicht der Graph sein Maximum im Diagramm und verläuft anschließend sinkend weiter. Das Maximum der Kurve signalisiert dabei einen wichtigen Werkstoffkennwert, die Zugfestigkeit RM, die die maximale ertragbare technische Spannung des Werkstoffes angibt. Bei dieser Spannung stehen die Verfestigung infolge mikrostruktureller Vorgänge und die Entfestigung infolge der Querschnittsabnahme im Gleichgewicht. Abzüglich des elastischen Anteils ergibt sich die Gleichmaßdehnung AG, die entstehen würde, wenn man die Zugprobe im Spannungsmaximum entlasten würde. Der Bereich bis zum Erreichen der Zugfestigkeit RM wird als Gleichmaßdehnung AGT bezeichnet und gibt an, dass sich die Zugprobe bis zur Höchstkraft nicht einschnürt, sondern sich gleichmäßig über die gesamte Probenlänge dehnt. Mit Erreichen des Maximums im Diagramm beginnt die Einschnürung an der Zugprobe. Den Unterschied zwischen dem wahren und technischen Spannungsdehnungsdiagramm erläutern wir genauer im zweiten Teil. Durch die Einschnürung der Zugprobe verringert sich der Querschnitt S0 und somit steigt die Spannung R. Würde man nun die Belastung wegnehmen, so würde sich bei Abzug der elastischen Dehnung eine bleibende Verformung Delta L einstellen. Erhöht man stattdessen die Dehnung E weiterhin, kommt es bei einer bestimmten Spannung zum Abreißen der Zugprobe.
Nach Abzug des elastischen Bereiches verbleibt schlussendlich eine bleibende plastische Verformung Δl. Der Dehnungsbereich bis zum Bruch wird dabei als Bruchdehnung A bezeichnet und ist ein Materialkennwert, der die bleibende Verlängerung der Zugprobe nach dem Bruch bezogen auf die Anfangsmesslänge L0 angibt. Hingegen wird die maximale Dehnung, die die Probe erreichen kann, als Gesamtdehnung AT bezeichnet. Der letzte wichtige Kennwert, die Brucheinschnürung Z, wird aus dem Bruchquerschnitt der Zugprobe ermittelt und ist ein Maß für die Duktilität des Werkstoffes. Zur Ermittlung der Brucheinschnürung Z wird die Ausgangsquerschnittsfläche S0 mit der kleinsten Querschnittsfläche des gebrochenen Stabes, die Restquerschnittsfläche, an der eingeschnürten Stelle subtrahiert. Die daraus entstandene Querschnittsänderung wird anschließend durch die Ausgangsquerschnittsfläche S0 geteilt und mit 100% multipliziert. Fassen wir den ersten Teil des Videos noch einmal zusammen und erläutern die wichtigsten Kenngrößen. Im ersten Bereich, dem Hookeschen Bereich des Spannungsdehnungsdiagramms, ist die Spannung proportional zur Dehnung und bildet die erste wichtige Kenngröße eines Materials, den E-Modul. Der Elastizitätsmodul ist die Proportionalitätskonstante im Hookeschen Gesetz. Der E-Modul wird verwendet, um die elastische Verformung einer Konstruktion, zum Beispiel Durchbiegung eines Trägers, unter Betriebsbedingungen zu ermitteln. Das Maximum im elastischen Bereich wird als obere Streckgrenze REH, das Minimum als untere Streckgrenze REL bezeichnet und gibt an, mit welcher Spannung ein Material einachsig auf Zug beansprucht werden kann, ohne bleibende plastische Verformungen zu erhalten. Nach dem stetigen Bereich folgt ein unstetiger Bereich, dessen erster Abschnitt Lüders-Dehnung genannt wird und mit dem erneuten Anstieg der Spannung endet. Der Werkstoff fließt in diesem Bereich und die Nennspannung ist dabei nahezu konstant. Das Minimum in diesem unstetigen Bereich wird dabei als untere Streckgrenze REL bezeichnet. Im nachfolgenden bogenförmigen Verlauf bildet das Maximum einen weiteren wichtigen Kennwert, die Zugfestigkeit RM, welche Auskunft über die maximal mögliche mechanische Zugspannung angibt. Bei dieser Spannung stehen die Verfestigung infolge mikrostruktureller Vorgänge und die Entfestigung infolge der Querschnittsabnahme im Gleichgewicht. Mit weiterem Anstieg der Spannung beginnt der Einschnürungsbeginn der Probe, in der der Probenquerschnitt S0 kontinuierlich abnimmt, bis Mikrorisse entstehen, diese zu größeren Rissen zusammenwachsen und es schließlich zum Bruch kommt. Die Dehnung wird in einzelne Bereiche unterteilt. Dazu gehören die Lüders-Dehnung AL, die Gleichmaßdehnung AG, die gesamte Dehnung bis zur Zugfestigkeit AGT sowie die Bruchdehnung A und die Gesamtdehnung AT. Zuletzt betrachteten wir die Brucheinschnürung Z, die Auskunft über das Verhalten eines Werkstoffes beschreibt, sich unter Belastung plastisch zu verformen. Im zweiten Teil des Videos wird das Spannungsdehnungsdiagramm in einzelne verständliche Bereiche unterteilt und Werkstoffe ohne ausgeprägte Streckgrenze erläutert.